Ich komme zu Punkt 12. Entschließung zur Einführung einer Elementarschadenpflichtversicherung. Ein Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, dem der Freistaat Thüringen beigetreten ist. Es liegen mir Wortmeldungen vor, zunächst von Herrn Ministerpräsident Wüst aus Nordrhein-Westfalen. Es ist immer gut, wenn der Kollege Bovenschulte vor einem geredet hat, dann muss man das Rednerpult nicht noch hochschrauben. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die furchtbare Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat gezeigt, dass Deutschland widerstandsfähiger werden muss. Die Schäden waren enorm. Allein in unserem Bundesland in Nordrhein-Westfalen 49 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Viele Häuser und Unternehmen, viel öffentliche Infrastruktur zerstört oder massiv beschädigt. Viele Familien standen vor dem Nichts. Menschenleben, Gesundheit sind durch nichts zu ersetzen, aber der materielle Schaden sollte niemanden in Existenzangst bringen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten waren und sind sich einig, bundesweite Pflichtversicherung für Elementarschäden muss kommen. Wir haben bereits im Juni 2022 eine Zusage des Bundeskanzlers erhalten, das Thema anzugehen. Bis heute hat die Bundesregierung leider keine brauchbare Lösung präsentiert. Verzögerungstaktik an einigen Stellen offen zutage tretende Ablehnung. Aus unserer Sicht besteht nach wie vor dringender Handlungsbedarf, denn wir müssen dafür sorgen, dass beim nächsten Unglück kein Mensch vor dem absoluten finanziellen Ruin steht. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wir müssen mit immer häufigeren Extremwetterereignissen rechnen. Deshalb gilt es zum einen, den Klimawandel zu bekämpfen. Klimaschutz ist die größte Aufgabe unserer Generation von Entscheidungsträgern. Uns muss gelingen, Deutschland zum klimaneutralen Industrieland zu machen. Gleichzeitig müssen wir in unserem Land die Folgen des Klimawandels besser antizipieren und uns vorbereiten. Bundesweit hat nur die Hälfte der privaten Gebäudeeigentümer eine Elementarschadenversicherung. Das ist schlicht zu wenig. Zur Klimaanpassung gehört auch, sich auf künftige Unwetter vorzubereiten und ihre Folgen abzufedern. Es darf nicht sein, dass unmittelbar nach einem solchen Großschadensereignis alle große Listen machen mit To-dos und sich auch ehrlich vornehmen, wir tun da jetzt was, und dann nachher alles wieder im Klein-Klein oder unter dem Druck von Lobbyinteressen die Dinge versanden. Das wirft auch kein gutes Licht auf die politische Kaste als Ganzes. Wir brauchen da deutlich mehr Weitsicht. Ich will im Übrigen auch daran erinnern, dass die Schaden für die öffentliche Infrastruktur ja bleibt bei der öffentlichen Hand. Das muss man, glaube ich, immer sehen. Wann immer so ein Schaden eintritt, wird noch genug bei den öffentlichen Haushalten übrig bleiben. Nordrhein-Westfalen, auch Rheinland-Pfalz haben große Solidarität erfahren. Europa, Bund, Länder haben geholfen. Dafür kann man nicht oft genug Danke sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Die Haushalte sind überall knapp. Und angesichts der steigenden Unwetterkatastrophen, glaube ich, ist unsere Pflicht, eine solche Solidarität, wer auch immer beim nächsten Mal betroffen sein wird, nicht heute schon als selbstverständlich anzunehmen, auch was die Regulierung privater Schäden angeht. Wie oft sollen wir den Klingelbeutel rumgehen lassen? Wenn der nächste Schaden bei uns eintritt, müssten wieder alle anderen solidarisch helfen. Und deshalb stehe ich auch heute erneut hier bei dem Thema, weil ich glaube, dass wir Solidarität immer dann in Anspruch nehmen sollten und gewähren sollten, wenn es keine Alternative gibt. Hier gibt es aber eine Alternative und deswegen kommt das Thema nochmal auf der Agenda. Ich will zum Schluss noch das Thema Fristverlängerung ansprechen. Auch da gibt es öffentliche Zusagen, aber umgesetzt ist bisher nichts. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich misslich. Ich will nicht insinuieren, ich will nicht Böswilligkeit unterstellen, aber wer in den Gebieten unterwegs ist, der sieht, dass da noch viel zu tun ist und unsere Verfahrensvorschriften führen dazu, dass mancher noch gar keinen Antrag hat schreiben können. Das kann man wieder als solches kritisieren, es ist aber nun mal so, im Sommer läuft die Frist aus, öffentliche Mittel zu beantragen. Ich glaube, auch da sollten wir jetzt in die Umsetzung gehen, weitere 3 Jahre sind nicht zu viel, sondern der jetzigen Situation dort angemessen. Auch da noch mal die herzliche Bitte an den Bund, die öffentlich zugesagte Fristverlängerung zu
ermöglichen. Die Justizminister der Länder haben sich klar ausgesprochen für eine Pflichtversicherung für Elementarschäden. Die Ministerpräsidenten waren sich einig, der Bundeskanzler hat es zugesagt. Meine Damen, meine Herren, der Ball liegt jetzt schlicht bei der Bundesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident Wüst. Ich gebe als nächstes das Wort Herrn Minister Professor Dr. Willingmann aus Sachsen-Anhalt. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Ministerpräsident Wüst hat soeben die Situation an der Ahr uns noch einmal in Erinnerung gerufen und eindringlich auf das Thema Pflichtversicherung für Elementarschäden hingewiesen. Gestatten Sie mir, dass ich das noch mit einigen Aspekten aus dem Land Sachsen-Anhalt ergänze. Die extremen Hochwasserereignisse von 2002 und 2013 an der Elbe, verbunden mit extremsten Schäden an der Infrastruktur, sowie 2017 im Harz, unterstreichen die Verletzbarkeit unserer Gesellschaft und unterstreichen auch die Anfälligkeit für Hochwasserereignisse. In Sachsen-Anhalt wurden seitdem über 1,4 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert. Das Land ist dadurch gewiss sicherer geworden. Dennoch wird es keinen Hochwasserschutz geben, der eine hundertprozentige Sicherheit verspricht. Was mich daher mit großer Sorge erfüllt, ist die Tatsache, dass uns trotz der extremen Ereignisse und unserer immensen Anstrengungen der letzten Jahrzehnte bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht gelungen ist, die bestehende Quote der Elementarschädenversicherung im Rahmen der Wohngebäudeversicherung auf über 50% zu steigern. Das Bild ist cum grano salis bundesweit einheitlich. Und das bedeutet ja in der Folge in dieser Situation nichts anderes, als dass es ohne finanzielle staatliche Unterstützung der unversicherten Teil der versicherbaren Bevölkerung im Falle eines extremen Hochwasser- oder Starkregenereignisses vor dem finanziellen Ruin steht. Es wurde gerade schon eindringlich darauf hingewiesen. Das kann uns politisch nicht befriedigen und es kann uns nicht ruhig stellen. Und es zeigt eben auch die Grenzen des Versicherungssystems in diesem Bereich auf. Meine Damen und Herren, ich glaube daher nicht daran, dass wir es in überschaubaren Zeiträumen schaffen werden, die Versicherungsquote nach dem Freiwilligkeitsprinzip signifikant zu erhöhen. Die bisherigen Bemühungen haben jedenfalls nicht dazu geführt. Und insoweit war der Prüfauftrag der Sonderumweltministerkonferenz aus dem Oktober 2021 im Lichte der Ereignisse an der Ahr, die rechtlichen Bedenken einer Pflichtversicherung für Elementarschäden nochmal zu prüfen und die bis dahin bestehende Sichtweise nochmal zu überdenken, ganz folgerichtig. Das Gutachten des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen aus dem Jahr 2022 zu dieser Frage, die Positionierung der Justizministerkonferenz und, es wurde bereits erwähnt, die Positionierung der Ministerpräsidentenkonferenz sprechen eine deutliche Sprache. Natürlich sind Detailfragen offen und man kann eine ganze Menge Rechtsfragen dazu aufwerfen, aber sie scheinen mir nicht unlösbar. Gewiss müssen wir bei den Detailfragen auch Sozialverträglichkeit mit im Blick haben. Das liegt mir besonders am Herzen, aber das muss geklärt werden und deshalb ist Vertagen aus meiner Sicht keine Option. Alleingänge durch die Länder, wie von Seiten des Bundes zu hören, kann es bei diesem elementaren Thema aus meiner Sicht nicht geben. Und daher unterstützen wir auch aus Sachsen-Anhalt den eingeschlagenen Weg der Einführung einer bundesweit einheitlichen Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Minister Professor Dr. Willingmann. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Erklärung zu Protokoll hat Frau Staatsministerin Schmidt aus Rheinland-Pfalz gegeben. Ich komme dann zur Abstimmung. Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen vor. Wir stimmen ziffernweise ab. Ich beginne mit Ziffer 1. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 2. Das ist eine Minderheit. Ziffer 3. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 4. Das ist eine Minderheit. Ziffer 5. Das ist eine Mehrheit. Wer ist dafür, die Entschließung wie soeben festgelegt zu fassen? Den bitte ich ums Handzeichen. Das ist eine Mehrheit. Dann ist das so beschlossen. Vielen Dank.